Bei Apple hört die Update-Serie aktuell nicht auf. Mittlerweile haben sie iOS 13.3 Beta 1 veröffentlicht und ich möchte euch natürlich in diesem Video gerne einmal alles zeigen, was sich denn an dieser neuen Beta so geändert hat. Sollten euch derartige Videos zu neuen iOS Beta-Versionen interessieren, dann lasst doch jetzt kostenlos ein Abo da und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren Videos mehr von mir. Wir schauen uns jetzt aber direkt nach dem Intro einmal die erste Beta von iOS 13.3 an. Beginnen wir das Video mit einem Feature, was sich sehr viele gewünscht haben und was jetzt in iOS 13.3 Beta 1 verfügbar ist. Und zwar können wir die Memoji-Sticker deaktivieren. Dazu müssen wir einmal hier in die Einstellungen gehen, dann unter Allgemein und daraufhin auf Tastatur. Und hier haben wir dann ganz unten die Möglichkeit, die Memoji-Sticker zu deaktivieren in der Tastatur. Und so stören die dann auch nicht weiterhin. Das heißt, ab der ersten Beta von iOS 13.3 könnt ihr diese ohne Probleme deaktivieren. Kommen wir nun als nächstes zu einem Feature, was sich in der Bildschirmzeit versteckt und dazu gehen wir erneut in die Einstellung und finden dann hier in der Bildschirmzeit die Kommunikationslimits und diese sind ebenfalls jetzt mit iOS 13.3 Beta 1 neu und hiermit ist es möglich, die Kommunikation einzuschränken. Das heißt, man kann hier bestimmte Kontakte auswählen und daraufhin dann eben aus diesen Kontakten eine Kommunikation einschränken. Das heißt, man kann sagen, dass dieser Kontakt nur so und so lange per iMessage oder per FaceTime oder per Telefon erreichbar sein soll. Und so kann man das Ganze dann zum Beispiel als Eltern ein bisschen einschränken, dass die Kommunikation zwischen verschiedenen Personen eben nicht zu stark ausartet. Und das kann man hier ganz einfach dann regulieren. Als nächstes haben wir eine kleine Änderung an der Uhren-App, also die Apple Watch-App hier oben. Und das ist ein bisschen schwierig zu erkennen, deswegen blende ich euch nochmal ein Bild ein. Da hat sich nämlich jetzt ein bisschen was getan. Insgesamt wurde das nur ein bisschen geupdatet, aber das hat Apple auch schon einmal in iOS 12 gemacht und hier jetzt eben in iOS 13 erneut, dass die Apple Watch App genauso aussieht wie die aktuellen Apple Watch Generationen. Das heißt, das Ganze wurde ein bisschen angepasst und ist jetzt eben auf dem neuesten Stand. Zu guter Letzt hat Apple dann noch eine Sache gefixt, die aktuell wahrscheinlich sehr viele nerven wird, nämlich das RAM-Management, was immer noch unter iOS 13.2 auch in der Public-Version nicht so gut ist. Und zwar haben sehr viele Apps relativ schnell neu geladen. Das heißt, wenn ihr YouTube geöffnet habt, habt diese App dann wieder geschlossen und seid für 5 Minuten irgendwie in den Einstellungen oder in Facebook gewesen, dann wurde die YouTube-App bei erneutem Öffnen sehr schnell wieder neu geladen. Und das war natürlich sehr nervig. Das Ganze soll jetzt eben in dieser Beta-Version gefixt worden sein. Das heißt, das RAM-Management ist jetzt hoffentlich behoben. Zur Performance kann ich aktuell sagen, dass es auf meinem iPhone 10 wirklich sehr flüssig läuft. Ich habe bisher keine Probleme gehabt. Mir sind auch noch nicht allzu viele Bugs aufgefallen. Zur Batterielaufzeit kann ich noch nicht allzu viel sagen, außer dass es wahrscheinlich eher ähnlich ist wie mit iOS 13.2. Da wird sich nicht allzu viel getan haben. Aber insgesamt ist es bisher für die erste Beta von iOS 13.3 ein relativ solides Update. Und zwar gibt es nicht allzu viele neue Features, aber auf jeden Fall Kleinigkeiten, die doch sehr cool sind. Das wäre es dann aber trotzdem schon wieder mit diesem Video und einem kleinen Update zu iOS 13.3 Beta 1. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn das der Fall ist, würde ich mich jetzt sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und schreibt mir gerne euer Lieblingsfeature aus iOS 13.3 Beta 1 unten in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut.